Riad, die Hauptstadt eines Königreichs. Hier will sich Saudi-Arabien der Weltöffentlichkeit im November 2020 als dynamischer Wüstenstaat zeigen, wenn die Gruppe der 20, kurz G20, zum nächsten Gipfel zusammenkommt. Repräsentation und Dialog, für beides ist das Format grundsätzlich geeignet. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, der Dialog stockt. Die Ergebnisse der zweitägigen Gipfel sind meist ernüchternd. Abschlusserklärungen wachsweich. Dem Format droht ein Bedeutungsverlust und der Blick in die nahe Zukunft verspricht keine Besserung. Prinzipiell klingt das Format G20 vielversprechend. Die führenden Industrie- und Schwellenländer kommen zusammen, um dringende weltwirtschaftliche Fragen zu klären. In Krisenzeit etwa 2009 ist ihnen das gelungen, bei Zukunftsthemen fällt die Zusammenarbeit aber äußerst schwer. Zu unterschiedlich sind die Interessenlagen. Die Gruppe der 20 besteht aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Zusammen repräsentieren sie mehr als 85% der weltweiten Wirtschaftsleistung, 3/4 des Welthandels und rund 2/3 der Weltbevölkerung. Die politischen Beschlüsse der Gipfeltreffen sind rechtlich zwar nicht bindend, die Selbstverpflichtung der Staaten bringt aber eine gewisse politische Wirkung mit sich. Die letzten Gipfel haben das aber vermissen lassen. Auffällig ist, dass praktisch alle Staats- und Regierungschefs die Treffen nutzen, um mit Statements und inszenierten Fotos die eigene Agenda voranzutreiben und politische Signale an die Wähler in der Heimat zu schicken. Blockadehaltungen und nationale Egoismen bremsen mögliche Gipfelerfolge. Und das bei einem knappen Zeitbudget, das dazu führt, die komplexen Themen höchstens anzureißen. Schwelende Handelskonflikte wie der zwischen den USA und China verhindern neue wirtschaftliche Impulse. Stattdessen 4-Augen-Gespräche und bilaterale Absprachen. Der einst von der G20-Gemeinschaft beschworene Multilateralismus, also eine vertrauensvolle Kooperation der Staaten, oft Fehlanzeige. Eine gemeinschaftliche Agenda für die Weltwirtschaftsordnung zu entwerfen, fällt derzeit schon den westlichen G7-Staaten schwer. Kann man das dann von G20-Gipfeln erwarten? Sicher bleibt der Gipfel für Schwellen- und Entwicklungsländer wie Indien und Saudi-Arabien interessant, weil sie ihren Themen auf internationaler Ebene Gehör verschaffen können. Aber das sollte nicht alles sein, was von dem Gipfel zu erwarten ist. 2020 verspricht erstmals keine Besserung. Es sind keine guten Zeiten für den Multilateralismus. Die G7-Präsidentschaft geht an die USA und damit auch an Präsident Trump, der in Handelskonflikten gerne mal mit Strafzöllen droht. Der G20-Gipfel hingegen findet zum ersten Mal in Saudi-Arabien statt, ein Land, welches seit dem ungeklärten Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in der Kritik steht. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ermutigt Deutschland und Europa, das G20-Format zu verbessern, heißt mehr Kontinuität und Tiefe bei den adressierten Politikfeldern. Substanzielle Abschlusserklärungen, ein permanentes G20-Sekretariat mit Monitoring-Auftrag und weniger Show und mehr Vertrauensbildung durch eine kluge Formatwahl. In solchen konkreten Schritten läge das Potenzial für eine Stärkung des Multilateralismus. Dafür braucht es solide, globale Institutionen und Länderallianzen, die sich diesem Ziel verpflichten. Denn die Weltgeschichte lehrt, Multilateralismus war immer besser als die Devise »Mein Land zuerst«.